Willkommen zurück zu Let's Play Evoland 2. Im letzten Mal haben wir Street Fighter gespielt. Ihr seid wahrlich der Beste, oh großer Zerstörer. Warum nennt ihr Mega Klink großer Zerstörer? Ich habe ihn erkannt. Wie könnte ich das vergessen? Ich war noch ein Kind, als die große Katastrophe geschah. Aber das ist ja wahrhaftig. Die Prophezeiung lügt nicht. Er wird die 5 Schlüssel finden. Ich habe erst 2. Alles wird von Wasser überflutet sein. Er wird die Welt vernichten. Was sagt der da, Kuro? Ihr wart für die große Katastrophe verantwortlich? Sagt, dass das nicht stimmt. Fräulein Fina, Mega Klink kann sich an nichts erinnern. Er hat keine Kenntnis von seiner Vergangenheit. Aber wenn wir ihn in unsere Zeit zurückkehren, wird es nicht alles noch nicht passiert sein. Das bedeutet, es ist seine Zukunft? Kommt darauf an, wie man es betrachtet. Aber wenn das stimmt, müssen wir verhindern, dass die Prophezeiung eintritt. Habt ihr das gehört, Kuro? Ich werde nicht zulassen, dass ihr der große Zerstörer werdet. Nehmen wir den Zeitstein und beginnen und brechen zur Insel der Magie auf. Na dann, gib her die Scheiße. Ey, warum auch eine Grafik machen, die diese Ringe wegnimmt? Müssen wir ja extra animieren. Gefunden, Zeitstein. Damit solltet ihr nicht kegeln gehen. Vorsichtig behandeln. Erreicht. Oh, das Innenleben der Pyramide haben wir wohl nicht. Okay. Die sagen auch nichts Neues. Jetzt ist die Frage. Warte. Was hat er gesagt? Versuch nicht hochzuklettern. Geschafft haben. Doch ohne Flügel lässt sich das nicht einrichten. Wie hast du gesagt, wenn Menschen fliegen. Okay. Im Nachhinein betrachtet. Okay, wir haben 2 Ohren kommen. Ich glaube, wir brauchen 3 für das Schwert. Wir haben nur noch keine Double Twin Karte gefunden. Wir haben noch ein Gefährt, den wir nicht gefunden haben, sehe ich gerade. Oh. Potenziell die hier. Ist das das Dämonenmädchen, das wir in der Vergangenheit gerettet haben? Ihr habt den Zeitstein, Kuro. Gut, ich zähle auf euch. Wir werden uns wiedersehen. Ja, es ist sie. Sie hat ein Bild. Könnte sein, dass das die ist, die wir in der Vergangenheit gerettet haben. Oh, sehen wir ja gleich. So, jetzt aber ab zur Insel der Magie. Und dieses Mal erreichen wir da auch was. Die Türen sind aber doch nicht offen, oder? Nee. Aber ich mag die Hafenmusik. Die ist cool. So, Schiff. Da. Also, wohin wollt ihr genau hin? Was? Ihr wollt zur verfluchten Insel? Muss wohl ein Glückstag sein. Ich warne euch im Voraus, auf gar keinen Fall legen wir dort an. Ihr könnt ein Ruderboot nehmen und... Ja, das hatten wir doch schon, alles. Ja. Wieso nochmal der Dialog? Das Schiff ist übrigens nicht stromlinienförmig. Die Segel müssten genau in die andere Richtung zeigen. Aber wir können seitwärts rangieren mit diesem Schiff, also gelten hier wohl andere Regeln. So. Zeitstein. Mir fällt da gerade was ein. So, nämlich, wir haben ja Mana gefunden. So. Und jetzt bitte einmal Fina aufwerten. So, Mana. Mal gucken, was Fina jetzt gleich kann. Ja, das stimmt, ist gleich wie bei Menos, also testen wir es einfach mal. Trank haben wir auch keinen Gebrauch bisher. Ist ein größerer Angriff. Okay.
2D könnte das interessant werden. Und ich schätze mal, sie macht auch mehr Schaden auf die Art. So, jetzt aber zurück zum Wesentlichen. Okay. Wir müssen auf jedes leuchtende Feld einmal draufdappen, oder was? Ja, war klar. Okay, muss man anders machen. Wie machen wir das am geschicktesten? Ich muss von der Seite kommen, oder? Ich kann ja nicht außen rum, ne? Ne, ich kann nur hier anfangen. Da komme ich hier durch. Ach, hier komme ich durch, ja gut. Dann ist es eine andere Geschichte. So, easy. So, es gibt her. Und rein da. Waren wir in dem Teil der Insel schon, als wir das erste Mal hier waren? Ich glaube nicht. Das, wollte ich nicht. Also, ja. Gut. Blicklauf. So, da hinten komme ich aber nicht hin, ne? Nee. Ich weiß nicht, ob ich das schon alles getestet habe, weil, wie gesagt, es ist ja eine Woche her, dass wir hier gewesen sind. Also, ich weiß, dass wir hier gewesen sind und ihr demnach auch. Hallo, Magilith. Endlich! Wir haben einen Magilithen gefunden. Seht ihr, Menos, es besteht kein Grund für so viel Pessimismus. Sieht aus, als würde er funktionieren. Ob ihn der Zeitstein aktiviert hat? Genau das habe ich mir auch überlegt. Wie dem auch sei, ist unsere Fahrkarte weg von hier. Da wäre ich mir nicht so sicher. Was, wenn wir in einem komplett neuen Zeitalter landen? In einem Zeitalter ohne Rätsel oder Poesie. In einer Zeit, in der das Leben darin besteht, Leuten im Ego-Shooter-Stil umzulegen. Ah, vierte Wand. Was zum Teufel redet ihr da? Ich stelle nur Theorien auf. Genauso gut können wir in meinem Zeitalter landen. Oder eigentlich von Fräulein Fina und Megaklink. Aber wie Fräulein Fina sagen würde, ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Genau. Auch wenn jetzt ein Ego-Shooter kennt, das würde ich so feiern. Los geht's, Kuro. Wir werden erst herausfinden, wenn wir dort sind. Und in dieser Zukunft will ich nicht bleiben. Hey, Dr. Who. Mal gucken, wo wir jetzt landen. Ich bin gespannt. Ah. Wieder in Finas Zeit. Ja! Warte, das war Menos? Menos? Oh nein! Er hat euch deine Frau verwandelt! Menos? Dieser Name kommt mir bekannt vor. Ihr seid also nicht Menos? Entschuldigung, ich habe mich erschrocken, als ihr so aufgetaucht seid. Ich habe mich nicht vorgestellt. Ich heiße... Oh, Velvet. Ich glaube nicht, dass das eine Ruby-Einspielung sein soll. Dann ist das wohl unsere dritte Begleiterin. Okay. Dann diese Dämonenmädchen. Velvet. Wer seid ihr? Und wie seid ihr hergekommen? Menos. Kuro, ich fürchte, Menos ist in der Zukunft fest. Vielleicht, weil Velvet genau in dem Moment an genau dem Ort war? Das bedeutet, dass er sich nicht materialisieren konnte. Der Magilith, er ist deaktiviert. Kuro, glaubt ihr, dass jemand am Zeitstein rumgemacht hat? Könnte sein. Das wäre eine Erklärung, aber wer soll uns denn zur Insel gefolgt sein? Der Prophet. Der Magilith, der Zeitstein. Ich wusste es doch. Ihr seid Magi. Nein, wir sind ganz gewöhnliche Menschen. Wir befinden uns nur auf einer ziemlich langen Reise. Apropos, welches Jahr schreiben wir denn gerade?
Wir schreiben das Jahr 999. Allerdings nicht mehr lange. Die Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum des Sieges der Kaiserlichen fallen mit dem neuen Millennium zusammen. Kuro, wir sind endlich wieder da. Ich werde mein Dorf wiedersehen. Das 50. Jubiläum? Aber da soll die große Katastrophe stattfinden. Welche Katastrophe denn? Kuro, ich weiß, dass wir das verhindern können. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen herausfinden, was passiert ist, passieren wird. Dann stimmt es also. Ich habe es gar nicht glauben wollen. Den uralten Schriften zufolge kann man mit Magiliten durch die Zeit reisen. Und ihr habt den Zeitstein gefunden. Ich suche schon mein ganzes Leben lang danach. Das ist eine lange Geschichte. Und ich habe wirklich keine Zeit, sie jetzt zu erklären. Und wenn die Katastrophe sich ereignet, dann... Eine solche Zukunft will ich nicht haben. Lasst mich mit euch mitkommen. Ich studiere Magie schon seit Jahren. Wenn das alles mit ihnen zu tun hat, könnt ihr auf meine Hilfe zählen. Es könnte gefährlich werden. Gefahr ist mir nicht unbekannt. Was meint ihr, Kuro? Soll sie mitkommen? Ja. Danke. Also gut, fangen wir an, indem wir von hier verschwinden. Euer Timing ist perfekt. Ich werde von Piraten festgehalten. Wenn ihr nicht gekommen wärt, glaube ich nicht, dass ich allein entwischt wäre. Welt hat sich angeschlossen. Errungenschaft freigeschalten. This is getting crowded. Piraten, sagt ihr. Findet ihr nicht, dass das bekannt klingt, Kuro? Ja, das haben wir schon mal gehört. So, dann, was kannst du denn, Velvet? Oh, die kann zaubern. Wahrscheinlich hat sie weniger Schaden als Fina, dafür aber großflächiger. Ach nee, das ist Eis. Aha. Interessant. Na, das tut aber trotzdem nicht. Aber es ist hier, das ist eine Sandburg. Der Gefangene entkommt uns! Arr, wer wagt es, sich uns entgegenzustellen? Wir sind die unerschrockenen Piraten aus der Bucht. Alle Besitzansprüche werden in unserem Angesicht nichtig. Was euer ist, gehört uns. Und umgekehrt. Das sagt ihr da, Wedge. Wedge? Wieso nicht einer aus Final Fantasy VII? Na gut, Wedge ist nicht so. Ihr sollt doch etc. 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 sagen. Ja, ich weiß, aber ich dachte mir, andersrum würde hübscher klingen. Wer sagt schließlich heutzutage noch etc. etc. etc.? Da hat er irgendwie recht, Mix. Bei Final Fantasy VII gab es auch einen Bix, glaube ich. Die Typen von Avalanche, ganz am Anfang. Wedge, Bix, hat auch noch ein Mädchen dabei, oder? Aber mir hört bei diesem Gruppentreffen ja keiner zu. Ich will doch nichts weiter, als dass ihr sagt, was wir vereinbart haben. Welchen Sinn haben die Treffen, wenn wir jedes Mal was anderes sagen? Da bin ich ganz eurer Meinung, Bix. Wo waren wir stehen geblieben? Etc., etc., etc. Ach ja, Entschuldigung, Wix. Schnee von gestern. Hey, Moment mal. Das ist nicht der Gefangene. Antrag auf einen neuen Treffen, bei dem unser nächster Schritt besprochen wird. Antrag angenommen. The fuck. Aber hey, Sandburg. Stabile Sandburg. Okay, gehen wir weiter. Die Piraten schlagen da jetzt und... Wir können uns hier hinten durchschleichen. Ja, komm mal. Ist hier irgendwo irgendwas drin? Nur so testhalber, sieht aber nicht so aus. Okay. Gehen wir jetzt mal vorbei, ne? Ist hier was drin? Echt nicht? Komm schon. Also gut. Nach reiflicher Erwägung der Argumente, Gegenargumente und Vorschläge habe ich entschieden. Wir greifen den Eindringling an, weil wir die widerlichen Piraten aus der Bucht sind. Antrag angenommen. Wix. Was denn jetzt noch, Wedge? Es ist nur so, dass ich habe mir den Eindringling angesehen. Ich glaube, ich kenne ihn. Und warum habt ihr das nicht früher gesagt? Es ist nur so, dass wenn ihr ihn euch genau anseht, die roten Haare, Schutzbrille auf dem Kopf, fällt dabei nichts auf? Der Geist des Piraten Rob... Was?
Er ist zurückgekehrt, um sich zu rächen. Alle Mann zum Schiff! What? Ich habe so das Gefühl, da kommt noch was. Oder ich habe was vergessen. Das kann auch sein. Aber zu welchem Schiff sind die gegangen, wenn ich jetzt... Alter, so viel Ausrüstung zu tragen wird langsam anstrengend. Random, aber okay. Einfach nicht hinterfragen. Einfach weiterfahren. Einfach weiterfahren. Oh. Das ist cool. Lass mich raten, tiefes Gewässer ist tabu. Genau. Was haben wir denn hier Schönes? Aha! Um uns um... ich hab's nicht gelesen. Müsst ihr ganz schön Mumm haben. Aber ich bedauere, wir nehmen nur Herausforderungen von anderer Piraten an. Ja, wir sind der Geist von Captain Robert. Zählt das? Die Animation ist ulkig. Hier geht's auch nicht weiter. Okay. Ja, dann haben wir bloß keine andere Wahl, zum Hafen zu gehen. Wir kriegen wahrscheinlich noch ein größeres Boot. Und das ist optisch schön gemacht. So, das war gerade ein bisschen hakelig. Verflucht sei der Name dieses Piraten Roberts. Wegen ihm und seinem Schatz konkurriert jetzt alle Welt um den Titel des Piratenkönigs. Wegen all dieser Kriminellen, die darum rennen, will jedes Kind Pirat werden, wenn es mal groß ist. Ach, jetzt sind die Häuser offen. Macht Sinn. Ich koche für mein Leben gerne. Scheinbar will jetzt so ein Haubenkoch Wokdonalds völlig umkrempeln. Glaubt ihr, er kann diesen elenden Kaschemme ein neues Image verpassen? Also ich habe da ja meinen Zweifel. Ja, wird aber klappen, wie es aussieht. Was zum Henker haben die kaiserlichen Sondertruppen nur vor? Sie sollen die Bürger beschützen, doch sie tun nichts, als den Piraten aus der Bucht einen Riegel vorzuschieben. Ich will doch nur in Ruhe reich werden, ohne dass meine Schiffe gekapert und geplündert werden. Bin ich so sehr ehrlich. Ich war noch ein Lütterjung, als der Pirat Roberts die... Ah, er ist Roberts. Jetzt verpier ich's. Die Meere kreuzte. Ach, die guten alten Zeiten. Ich bin damals gerne an den Strand gegangen, um die Schiffe zu beobachten. Aber nach und nach haben die Wellen den Sand überspült. Glaubt ihr, dass der Serahafen eines Tages völlig verflutet sein wird? Ach, also in 50 Jahren auf jeden Fall mal noch nicht. Wir sind Schwestern. Wir sind Schwestern. Sind das von dem Chocobo? Kommentar. Piraten lieben nichts mehr, als sich gegenseitig zu Faustkämpfen Ich habe ein ganz übles Gefühl. Ich finde, das ist alles so brutal und barbarisch, ihr nicht? Hier ist nicht. Mal gucken, ob wir gegen die Piraten wieder Street Fighter spielen dürfen. Ja, tschüss, coole Hafenmucke. Da unten? Ich könnte in die Stadt rein, ich will mich erstmal ein bisschen umgucken. Hier war der Schmied, ne? Genau. Aber wir waren da bisher nur vor Kriegsende. Okay, die Dämonen sind wohl alles klar, gut zu wissen. Ich verstehe nicht, warum die Dämonen nicht einfach Reis ausnehmen. Also, wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich das bestimmt. Das dürfte beweisen, dass sie nichts als Tiere sind. Nett. Einige Stimmen behaupten, ein Mitglied der Königsfamilie von Dämonen soll überlebt haben. Glaubt ihr, dass dieser königliche Dämon eines Tages kommen wird, um uns zu retten? Nein, Glück ist mir noch nicht bei uns dabei. Das wäre jetzt wahrscheinlich awkward geworden. Ich glaube nicht an Schicksal, und doch frage ich mich oft, was wir getan haben, um das zu verdienen. Mit etwas Glück falle ich bald einem Feldsturz zum Opfer. Wenn alle Hoffnung verloren ist, bleibt nichts als ein tiefes schwarzes Loch. Alle Tage sind gleich, alles wiederholt sich endlos. Zu leben und immer wieder den gleichen Schmerz zu spüren, ist das ewiges Leben. Wenn mein Leid mich zu überwältigen droht, denke ich zurück an die Zeiten, in denen ich als Kind die Sterne betrachtete. Glaubt ihr, es gibt da draußen, fern von unserer eigenen, andere Welten, in denen alle glücklich sind? Also alle nicht, nein. Lasst mich in Ruhe, ich hab zu tun. Die meisten meiner Freunde haben bei der Arbeit in diesem Berg ihr Leben gelassen. Nur die Zähesten überleben. Ich schätze mich nicht glücklich, überlebt zu haben. Mir kommt es wie ein Fluch vor. Die im Krieg als Gefangene genommenen Dämonen wurden hier zur Arbeit
abkommandiert, die Reichtümer des Kaiserreichs zu mehren. Nur gut, dass Dämonen so lange leben und so hart im Nehmen sind. Vielleicht werden sie in 50 Jahren oder so freilassen. Nett. Aber das bestätigt die Theorie, dass diese Dämonen vorher das Mädchen aus dem Kaiserreich gerettet haben, wenn Dämonen wirklich so alt werden. Dieses Bergwerk ist uralt. Während des Großen Krieges lebte hier ein berühmter Schmied. Es heißt, dass er die erlesenste Rüstung herstellte, die je geschmiedet wurde. Ja. Na gut, dann geht's hier im nächsten Part weiter. Bis dann, sehr danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.